Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Engel-Orakel-Karten-Reading für die Woche vom 16. September bis zum 22. September 2013. Ja, und ich bin ganz verzückt über das sehr, sehr positive Orakel für die kommende Woche. Und es ist ausnahmslos ein Orakel, was meiner persönlichen Situation gerade 500% entspricht oder dem, was ich für die kommende Woche erwarte. Deshalb ist das für mich ganz frappierend zu sehen, weil ich habe natürlich extra nochmal nachgefragt, ist das Orakel wirklich auch für die kollektive Sicht, für die Menschen, die Zuschauer draußen in meinem Blog, und es kam ein ganz klares Ja. Also es ist jetzt keine reine Projektion von mir, sondern es ist wirklich etwas, was offenbar bei allen jetzt ansteht oder bei vielen jetzt in Bewegung kommt. Eine sehr, sehr positive Entwicklung, die wir da erwarten können in der kommenden Woche. Und das hat auch zu tun damit, dass wir am 19. September den Vollmond erwarten. Ich schaffe es leider in dieser Woche nicht, in der kommenden Woche. Ich werde das gleich kurz anreißen, weil es stehen mir ein paar Veränderungen vor in der kommenden Woche. Ich muss wahrscheinlich möglicherweise eine Reise unternehmen. Und ich wollte jetzt einfach das Wochenreading machen und ich werde schauen, ob ich am Ende der Woche dazu komme, in irgendeiner Form ein Equinox-Reading zu machen. Das dürfte etwas schwierig sein, weil ich auf dieser Reise natürlich nicht alle Decks mitnehmen kann, die ich habe, ja, die ich sonst immer verwende. Also ich muss schauen, wie ich das mache. Ich muss heute ein bisschen improvisieren, aber ich denke, das geht. Ja, ihr werdet gleich sehen, dass da einfach ein paar Veränderungen kommen. Am 21. September erwarten wir den Equinox, die Herbst-Tag- und Nachtgleiche. Ganz wichtiges Datum, wo nochmal einige Veränderungen kommen werden, auch vor allen Dingen nochmal ganz viel kosmisches Licht zu uns kommen wird, kosmische Energien, die uns helfen, weiter aufzusteigen mit unserem Körper. Also einfach uns vorzubereiten auf den Aufstiegsprozess, so möchte ich sagen, im Lichtkörperprozess voranzukommen. Und ja, und man spürt schon in dem Reading, dass in der kommenden Woche da einfach ganz wichtige Dinge passieren werden. Und ich finde, die Kernbotschaft ist so gut und so auch ausreichend für die kommende Woche, weil ich glaube, da habt ihr schon genug mit zu tun, das Geheimnis zu knacken, dass das vollkommen ausreichend ist für die kommende Woche. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir einfach mal an. Was bringt denn die kommende Woche? Die erste Karte kommt von den Erzengeln und die sagen Überwindung von Schwierigkeiten. Und es kommt Erzengel Jeremiel, das Schlimmste hast du jetzt hinter dir und du überwindest problemlos alle vorherigen Herausforderungen. Und ihr seht auch, wie dieser Engel mit diesem Federschweif ist es fast, sich auch erhebt über einen Berg aus dem Dunkeln ins Licht. Also es ist eine Karte, die zeigt, dass für alle die in den letzten Wochen und Monaten das Gefühl hatten, sie quälen sich ganz schön rum, es gab ganz viele Schwierigkeiten und Herausforderungen und nichts ist wirklich zufriedenstellend gut gelaufen oder wenig. Manches hat einfach, ja, manche Hürden sind vielleicht stehen geblieben, hartnäckigst. Dann zeigt diese Karte jetzt an, dass ihr diese Schwierigkeiten überwinden könnt, dass es jetzt aufwärts geht, dass ihr jetzt merkt, dass es leichter wird, dass ihr leichter werdet. Ja, dass also bestimmte Schwierigkeiten, also ihr werdet schon wissen, was ich meine. Also hört mal in euch rein, was arbeitet gerade in der letzten Zeit besonders in euch? Worauf wartet ihr, dass endlich es einen Schritt vorangeht? Ja, und das kann jetzt passieren, dass einfach Schwierigkeiten, die euch ausgebremst haben, die euch wie so ein Sumpf festgehalten haben, dass die jetzt leichter werden und ihr eben Schritte vorangehen könnt, endlich nach längerer Zeit. Ja, das sind sicher, ist mein Gefühl, Dinge, an denen ihr länger gearbeitet habt. Und die dazugehörige Karte ist Erzengel Samuel, geliebtes Wesen. Ich helfe dir bei der spirituellen Beziehung mit deinem Seelengefährten. Also ganz interessant ist, dass Erzengel Samuel hier dazukommt und sagt, also in der kommenden Woche können sich Probleme auch lösen oder aus einer Stagnation rauskommen und sich weiter nach vorne bewegen in Richtung einer Lösung, die auch mit Seelengefährten zu tun haben. Ich denke mal, das wird mit den unterschiedlichsten Seelengefährten zu tun haben. Das sind schon nahestehende Menschen, Menschen, die uns wichtig sind, wo wir merken, da gibt es eine bestimmte Beziehung zu diesen Menschen natürlich, die stark ist. Ne? Das kann im Beruf sein, das kann in der Familie sein, das kann in Liebesbeziehungen sein. Also schaut einfach, wo die Punkte sind, wo ihr am meisten darauf wartet, eigentlich, dass es endlich mal vorangeht. Und ich habe das Gefühl, dass es da jetzt einfach einen positiven Einfluss gibt. Also dass Erzengel Samuel uns in der kommenden Woche allen hilft, wirklich jetzt Schritte nach vorne zu machen in diesen Beziehungen, wo vielleicht einige Dinge schwierig sind, diese jetzt endlich zu überwinden. Also ihr könnt ihn auch bitten, euch zu helfen in diesen Beziehungen mit allen Seelengefährten in eurem Leben und besonders mit denen, wo ihr das Gefühl habt, da ist jetzt besonders dringend,
dass ihr seine Hilfe benötigt. Und eine sehr positive Karte kommt zur Mitte der Woche. Ich habe, ach so, das muss ich noch kurz hinzufügen, ein neues Kartendeck erworben. Das ist leider englischsprachig, aber es ist so gut, dass ich es unbedingt haben wollte. Und das Kartendeck heißt, Moment, ich hole mal gerade den Deckel herbei, damit ihr das sehen könnt. Weil er fragt ja auch immer, was sind das für Decks? Huch. Das ist von Doreen Virtue, Messages from Our Angels, What Your Angels Want You to Know. Ich habe gesucht, ob es das in Deutsch gibt, ich habe es in Deutsch nicht gefunden und ich finde es so genial, dass ich es unbedingt haben wollte. Und ihr werdet sehen, das hat sich schon ausgezahlt, weil die Botschaften sind auch wirklich sehr schön und sehr breit im gesamten Deck. Ja, also die Message für die Mitte der Woche kommt von Omega. Hier sehen wir einen Pegasus, ein geflügeltes Pferd, ein Einhorn. Und das Einhorn sagt, Sieg! Dein erwünschtes Ergebnis kommt jetzt ins Fruchten. Ja, also du kommst jetzt deinem erwünschten Ergebnis immer näher. Mach weiter mit der guten Arbeit. Ja, das klingt nach einer Belohnung für die gute Arbeit. Also offenbar seid ihr mit einer bestimmten Angelegenheit auf dem richtigen Weg. Und das kommt jetzt ins Fruchten. Das heißt, ihr werdet ernten, ihr werdet die Möglichkeit haben zu sehen, wie etwas erfolgreich, man kann sagen, abgeschlossen wird oder in einem Erfolg gipfelt. Seht es, wie ihr es wollt. Das müsst ihr natürlich schauen, wie das mit eurer Situation zu tun hat. Aber die Omega-Karte, die Siegkarte, ist eine sehr, sehr positive Karte, die klar sagt, also es werden jetzt Schwierigkeiten überwunden und endlich kommt etwas wirklich in die finale, gipfelt im finalen Erfolg. Ja, ich glaube, ein besseres Wort gibt es eigentlich nicht dafür. Und das finde ich wunderschön. Ich finde auch wunderschön, dass das jetzt nicht nur so vielleicht so eine berufliche Sache ist, was auch total wichtig ist, aber dass sie uns auch zeigen, das hat auch mit Menschen zu tun, wo es vielleicht vorher schwierig war, wo es vielleicht vorher anstrengend war, unmöglich erschien. Ja, also es können jetzt Dinge nach vorne kommen. Und die nächste Karte auch, passt auch dazu, das ist Azur. Das sind immer Engel, die hier benannt werden oder bestimmte Wesen, wie jetzt Omega als Einhorn. Dein erwünschtes Ergebnis wird in der nahen Zukunft geschehen. Hab Geduld und Vertrauen und versuche nicht, es zu erzwingen, also das zu erzwingen, dass es auch geschieht. Also übe keinen Druck aus jetzt. Ja, also sie sagen ganz klar, der Sieg ist in Sicht, das wird ein gutes Ergebnis erzielen, du wirst das jetzt schaffen. Also es ist ziemlich, ja, es ist nicht mehr lang, bis das, was auch immer das ist, euer Projekt endlich ins Fruchten kommt. Also nochmal eine Bestätigung. Es ist auf dem Weg, es läuft in die richtige Richtung, soll euch bestätigen, ihr verfolgt das richtige Ziel, es ist richtig, die ganze Energie, die ihr reingegeben habt, die wird sich auszahlen. Ich habe auch das Gefühl, bei vielen hat es auch mit Manifestation zu tun, ja, dass einige von euch wirklich auch Fortschritte gemacht haben zu manifestieren, dass sie merken, sie schaffen es, wenn sie vertrauen, wenn sie dabei bleiben und das ist wirklich eine Leistung, weil das ist wirklich nicht einfach. Und auch in diesen Zeiten schon gar nicht. Aber ich muss auch wirklich sagen, großes Lob an alle, die wirklich versuchen, einigermaßen kontinuierlich ihre Schwingung hochzuhalten und ihren Optimismus zu wahren und nach vorne zu blicken und wirklich auch gezielt zu manifestieren, zu sagen, also ich glaube daran, dass diese Sache gut gehen wird. Ja, und dann wird es das auch. Also es ist eine Ermutigung an euch, hier weiter dabei zu bleiben und bald zu sehen, wie das Ganze fruchtet. Und außerdem kommt Erzengel Gabriel zu uns. Und sie sagt, sie hat ja eine weibliche Komponente, du hast eine wichtige Lebensaufgabe, die mit Kommunikation und Kunst zu tun hat. Bitte erlaube dir nicht, dass du Unsicherheiten hast, die dich zurückhalten könnten. Das ist ein bisschen bucklig übersetzt, ich sag's mal freier. Versuche zu vermeiden, dass Unsicherheiten, innere Unsicherheiten dich zurückhalten könnten. Ich werde dir helfen. Also Erzengel Gabriel hilft allen denen, die im Bereich Kunst und Kommunikation ihre Lebensaufgabe haben und die jetzt nach vorne schauen wollen, die jetzt nach vorne gehen wollen, aber Angst haben. Die sagen, ach, es klappt ja nicht, ich traue mich nicht, hat keine Aussicht auf Erfolg, ist schwierig. Ja, also alle, die im Bereich Kommunikation, Kunst, Ausdruck, ja, auch visuelles Arbeiten sich verwirklichen wollen, kriegen hier eine besondere Botschaft. Das heißt aber jetzt nicht, dass diese Botschaft nur für diese Menschen gilt, ja, also das möchte ich klarstellen, es ist ein Zusatz, der nochmal sagt, besonders diejenigen, die eigentlich vorhaben, irgendwas im Bereich Kommunikation oder auch Kunst sich zu verwirklichen, ihre Lebensaufgabe anzugehen, ja, versucht jetzt positiv und optimistisch zu bleiben, habt keine Angst, und werdet nicht unsicher, weil das würde wieder dazu führen, dass ihr ein paar Schritte zurück macht oder die Verwirklichung scheut.
Und das, sagt sie, wäre schlecht. Also sie hilft euch, ja, ruft Erzengel Gabriel an und bittet sie, bittet ihn, euch zu helfen und euch beizustehen. Das wird sie ganz sicher tun. Ja, und das Wunderbare ist, dass wir auch, ich auch noch darum gebeten habe, eine wochenübergreifende Botschaft zu bekommen. Und ich wurde irgendwie dazu gebracht, weil ich sehe das dann immer vor mir, das Deck, was ich da nehmen soll. Und das ist hier Mutter Erde. Ihr kennt das aus den großen Readings, dem Vollmond-Readings. Und die erste Karte, die kommt, ist die Karte Insel, Alleinsein. Jetzt denkt man sich, aha, was hat das mit dem Rest zu tun? Es hat auch etwas mit einem ganz bestimmten Punkt zu tun, nämlich mit der Herbsttag- und Nachtgleiche. Also die Insel, das Alleinsein scheint wichtig zu sein am Samstag, dem 21. September. Es ist wichtig, dass ihr euch vielleicht eine Stunde oder so mal alleine gönnt, um zu meditieren, um vielleicht in der Natur zu sein, spazieren zu gehen, durchzuatmen, euch zu besinnen, vielleicht auch ein Gebet in die Welt zu schicken, Licht und Liebe zu den Menschen und Orten, die das brauchen können, was auch immer, wozu auch immer ihr euch gezogen fühlt. Das ist euer Ding, was ihr machen wollt. Aber die Herbsttag- und Nachtgleiche steht bevor und ich habe das Gefühl, es geht hier drum, es wird eine erfolgreiche Woche werden, ganz viele Dinge werden ins Fruchten kommen und bei all dem Freude und Glück und der Ekstase vielleicht auch oder all der Aufregung, die damit verbunden sein mag, vergesst nicht, an dem Samstag auch ein bisschen Zeit für euch zu finden, wo ihr nochmal zur Ruhe kommt und auch dankt oder aber auch, ja, auch bittet noch um die Dinge, die ihr noch braucht. Und das Loslassen natürlich, die Herbsttag-Nachtgleiche, wird hier immer verglichen mit den Bäumen, die sich umfärben im Herbst und die ihre Blätter loslassen. Genauso ist es wichtig, all die Dinge loszulassen, die wir nicht mehr brauchen, und uns von dem trennen, was uns nicht zuträglich ist, was auch ausgedient hat, was vielleicht auch abgeschlossen ist. Auch das ist möglich. Ja, dass hier ein Projekt, woran ihr lange, lange gearbeitet habt, was lange verhindert wurde, zum Abschluss kommt. Und dass ihr die Möglichkeit habt, auch Abschied zu nehmen, auch zu sagen, okay, das war's jetzt, ich bringe das jetzt zum Abschied und damit ja, endet eine Ära, endet eine gewisse Zeit, ein Projekt und dann kommt was anderes. Auch das ist möglich. Ja, also es sieht so aus, als wenn da schon ein gewisser Schlusspunkt auch ist, der aber erfolgreich ist, der positiv ist und der positive Aspekte mit sich bringt. Ja, und für mich persönlich trifft dieses Reading extrem zu. Also es kann sein, ich habe die finale Info noch nicht, dass ich in der nächsten Woche, wie gesagt, eine kleine Reise antreten muss, soll, kann, darf. Hat alle Aspekte. Also ich bin da, das ist so ein Call to Action, kann man sagen. Also ich bin da aufgerufen, etwas zu tun und werde das auch gerne tun und warte eben jetzt da noch auf dass sich das bestätigt. Das wurde schon angekündigt für mich. Und das hat genau diese Aspekte, die mir hier bevorstehen. Also es hat mit dem Seelengefährten zu tun, es hat mit etwas zu tun, was ins Fruchten kommt, etwas, worauf ich sehr lange gewartet habe. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt auch passiert. Und ich bin natürlich sehr berührt auch von der Nachricht, weil sie sehr, sehr ins Schwarze trifft für das, was ich glaube, was mir bevorsteht. Und insofern wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche, dass eure Träume wahr werden, dass die Dinge, die euch wirklich, wirklich am Herzen liegen mit euren Seelengefährten, dass die jetzt wahr werden können. Es kann sich auch um Zwillingsflammen handeln, hier bei den Seelengefährten. Auch das ist möglich. Schaut einfach, was ist das Thema, wo jetzt etwas wirklich einen Durchbruch braucht und etwas wirklich nach vorne kommen sollte, woran euer Herz hängt und was euch wichtig ist, was ihr auch braucht für euer Leben. Ja, und insofern bin ich in Gedanken natürlich bei euch, bin vielleicht in der kommenden Woche nicht so gut zu erreichen. Natürlich per E-Mail bin ich erreichbar wie immer, aber ich werde nicht so schnell reagieren können, weil ich tagsüber etwas beschäftigt sein werde. Aber ich werde mich bemühen, die E-Mails zu beantworten. Bitte einfach um euer Verständnis, wenn das nicht so schnell geht, wie es normalerweise der Fall ist, sondern es sich etwas verzögern kann, weil ich einfach ein paar Dinge zu tun habe, die sehr, sehr wichtig sind gerade. Ja, gut, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und melde mich, sobald es geht. Ich denke, am Mittwoch dann mit dem Liebesorakel. Vielleicht stelle ich das auch schon vorher ein. Das hängt jetzt einfach von den Reiseplanungen ab. Namaste, macht's gut, bis bald. Tschüss.